Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 12. Dezember 2018 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, weil sie berücksichtigen die Präzession. Also nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden, das ist anderes als in westlichen Horoskopen. Bevor ich starte, möchte ich noch mein Angebot nochmal ankündigen. Und das gilt bis 31. Dezember 2018. Ich biete Videoberatung an, selbstverständlich anonym. Das beinhaltet ein Geburtshoroskop-Analyse und dazu noch ein Jahreshoroskop für Jahr 2019 für 25 Euro. Damit möchte ich meine Dankbarkeit ausdrücken und Astrologie näher bringen. Ihr dürft wählen, wünscht ihr das nach westlichen Astrologie oder nach indischen Astrologie oder lieber nach chinesischen Astrologie. Dazu benötige ich die Geburtsdatum mit Uhrzeit und Geburtsort. Ab sofort ist möglich, dieses Angebot buchen per E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Und jetzt zu diesem Bild. Hier erscheinen 12 Häuser, so nennt man das in Astrologie. Ich vermeide diesen Begriff zu benutzen, weil ich habe da keinen Bezug dazu. Für mich ist es eins. Eins in verschiedenen Bereichen. Dann könnte ich sagen, ein Haus mit verschiedenen Räumlichkeiten. Und so kommt es alles als Einheit und so kommt es alles im Fluss. Ich habe nur die Lebensbereiche, die Tierkreiszeichen, dazu getan, wo Energie fließt. Alles andere ruht sich gerade. Das heißt, dass nichts passiert. Das heißt nicht, dass gar nichts passiert. Aber die Tierkreiszeichen, die Lebensbereiche sind jetzt betont. Es bleibt natürlich nicht so, weil das ist eine ständige Bewegung. Dieses Bild symbolisiert Sonnenaufgang. Naturgemäß beginnt den Tag mit Sonnenaufgang. Und mit dieser Energie starten wir den Tag und das wirkt, wie das alles verläuft. Natürlich dreht sich das so wie unserem Planet Erde, dreht sich auch, aber mit dem Energie starten wir. Bei Sonnenaufgang hier im Osthorizont geht die Tierkreiszeichen Skorpion nach oben, also wie ein Sonnenaufgang. Und tatsächlich hier befindet sich auch die Sonne. Das ist Sonnenaufgang. Hat einen Einfluss auf uns selbst. Beeinflusst die Skorpion-Energie gerade unsere Persönlichkeit. Das sollen wir im Ausdruck bringen. Oder wird bei Skorpiongeborenen das gerade betont? Das ist Helios. Helios ist die Sonnenwagen, zieht die ganze Energie. Ich könnte sagen, wie ein Lokomotiv. Skorpion ist die Lokomotiv und zieht die ganze Zug nach oben. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock. Und die Tierkreiszeichen Steinbock befindet sich im dritten Lebensbereich. Das ist Medien, Kommunikation, Internet, Schulungen teilnehmen oder das Wissen vermitteln. Dann bedeutet auch unserem vertrauten Umgebung etwas entdecken, in Bewegung kommen, in Leichtigkeit bleiben.
und die Kontakte, die Kommunikation mit Verwandten oder mit Nachbarn. Hier befindet sich Mond, also ich setze Mond zum Steinbock in dritter Lebensbereich. Mars setzt etwas in Bewegung, das ist die Kraft. Die Kraft, und mit dieser Kraft können wir uns durchsetzen im Leben. Mars bedeutet aber auch der Mann. Das ist eine männliche Energie. Bei Sonnenaufgang befindet sich Mars im tiefsten Punkt des Horoskopes. Das ist die Basis, die Fundament. Natürlich wirkt das auf die männlichen Personen. Sie brauchen gerade diese Basis, diese Sicherheit und Stabilität. Und das finden wir zu Hause. Bedeutet dieser Lebensbereich auch unseren eigenen vier Wänden. Natürlich hat das mit Immobilien auch was zu tun. Und mit dieser Mars-Energie bei vielen ist auch möglich, ein Umzug oder Renovierung oder ein Hausbau. Aber auch das Gefühl, besonders die Männer brauchen gerade das Gefühl, hier bin ich angekommen. Das ist für mich die Basis, dieser Fundament. Weil in diesem Lebensbereich befindet sich auch die Ahnen, die Traditionen, dieses Gefühl zu haben, da gehöre ich hin. Und dieser Wunsch haben gerade die Männer. Oder sie gründen etwas. Natürlich ist auch möglich. Merkur befindet sich im Tierkreiszeichen Skorpion. Und das bedeutet, wir selbst sollen wir etwas in Ausdruck bringen. Hier handelt es sich um Handlungen und Gespräche. Jupiter zeigt unserem inneren Größe. Wenn wir mit diesen Werten bewusst sind, dann bringt Jupiter uns Glück und vertritt auch die Gerechtigkeit, die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung und öffnet unseren Augen auf die Ungerechtigkeiten. Und bei Sonnenaufgang in Verbindung mit dem Sonnenenergie bedeutet, die Wahrheit kommt ins Licht oder wir haben dieses Bedürfnis, die Wahrheit zum Erfahren. Venus ist die Liebesplanet. Venus ist auch die weibliche Energie, hat auch mit Frieden etwas zu tun, hat mit Kunst und Kreativität auch etwas zu tun. Venus befindet sich im Waage, hier im Geheimnissen. Entweder sind das Liebesgeheimnisse oder wir sollen unserem Liebesleben eher im Geheimen halten, bedeutet aber auch Vermittlungen oder Organisationen um das Weltfrieden. Venus bringt auch Frieden. Saturn belehrt uns. Saturn ist der große Lehrmeister und befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze im zweiten Lebensbereich und hier handelt es sich um die Werte, Selbstwertgefühl und auch Finanzen. Energetisch hängt das Hand in Hand zusammen. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen, sorgt für unerwartete Ereignisse. Uranus ist noch rückläufig und das bedeutet Vergangenheit, karmischen Themen, aber kann auch bedeuten, dass diese Veränderung noch gebremst wird oder wir sollen noch geduldig sein, bis das alles vorangeht. Und das wird auch die Tierkreiszeichen wieder im beruflichen Situation, weil die sechste Lebensbereich hat mit Arbeit etwas zu tun und auch mit Gesundheit, hängt auch zusammen. Wir können arbeiten erst dann, wenn wir gesund sind. Neptun befindet sich in Tierkreiszeichen
Wassermann, der tiefste Punkt des Horoskopes bei Sonnenaufgang, weil das dreht sich, dann verschiebt sich das alles. Aber mit dieser Energie starten wir den Tag. Neptun hat viele Bedeutung. Das sind die Träume. Und ein Hinweis, wir sollen unsere Träume verwirklichen. Und in dieser Vision glauben, das Umsetzen in Tat. Und bei Wassermann-Energie natürlich sind die Ideen. Aber Neptun hat auch eine andere Seite. Alles ist undurchschaubar. Und gerade im häuslichen Bereich, und das erleben die Männer gerade, ist etwas unklar, undurchschaubar. Pluto gibt uns die innere Kraft. Das ist die Kraft, die Regeneration. Bei Pluto-Energie lernen wir loslassen oder von etwas verabschieden, was im Weg liegt. Weil nur so bleiben wir in Kraft. Pluto befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze nach indischer Berechnung, hat auch wieder mit Finanzen was zu tun. Also Angst blockiert den finanziellen Fluss. Und so ist die Verteilung. Ich habe hier noch die Krebsenergie im 9. Lebensbereich und das hat mit Ausland, mit Reisen etwas zu tun, bedeutet aber inneren Reise auch. Hier befindet sich die aufsteigende Mondknoten in indischen Astrologie, heißt das Rahu, die Drachenkopf, karmischen Themen, die Suche nach einer Aufgabe, die Suche, einen Platz im Leben angekommen zu sein. Das trifft gerade die Krebsgeborenen. Wir haben aber auch eine absteigende Mondknoten, das zeigt die alte Karma an, alten karmischen Erinnerungen, das ist Ketu, der Drachenschwanz, und es befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock. Und hier sind auch karmische Themen, das hat mit Vergangenheit etwas zu tun. Und natürlich ist die Verbindung, die für Verwandten zum Bekannten oder die Ort nachdenken, ist es wirklich der richtige Ort? Oder ist auch möglich, dass einige Steinbockgeborenen befinden sich in einem Ort und sie haben das Gefühl, warte, war ich schon mal, kommen die karmischen Erinnerungen. Uranus aktiviert beide Mondknoten, immer noch eine Verbindung da. Nicht nur Uranus aktiviert die karmischen Themen, sondern Merkur hat auch einen Einfluss. Und bei Merkur-Energie ist das altes Wissen und auch karmischen Begegnungen, was Merkur gerade auf diesen karmischen Themen einen Einfluss hat. Die Merkur-Energie ist wunderbar. Das ist eine gute Unterstützung. Bei Uranus ist eher eine Herausforderung. Welche Verbindung gibt es noch? Uranus steht auch zum Merkur in Verbindung. Merkur hier bei Tierkreiszeichen Skorpion, Uranus hier bei Tierkreiszeichen Widder. Es handelt sich um Nachrichten, es handelt sich um Kommunikation, es handelt sich um Terminen und Verträgen. Es ist ein Quinkungsaspekt, nennt man das. Ich beschreibe das wie ein Pendel, was hin und her schlägt und man weiß erstmal nicht, welche Richtung bewegt sich das. Ist das gut, dieses Gespräch oder dieser Vertrag oder dieser Termin? Entsteht eine Unsicherheit. Man nennt auch diesen Aspekt als Vielleicht-Aspekt. Man kann das nicht einordnen. Und diese Unsicherheit entsteht bei Skorpiongeborenen und bei Widergeborenen, wenn es um Kontakten, Gesprächen handelt und hier bei Widder auch um beruflichen Situationen. Die heutige Engel nennt man nach Kabbala Engel Jelachiach und hat die Zahl 44. Engel Jelachiach herrscht über den Tag. Nach Kabbala, so wird das unterordnet. Engel, die Ewige, wird angerufen bei Unternehmungen, was wir zum Erfolg bringen möchten. Hilft Prozesse zu gewinnen, begleitet uns auf Reisen, das ist auch die innere Reise gemeint, verhilft uns zum Sieg, hilft uns Konflikte lösen,
gibt uns Macht und Kraft, dass wir mutig etwas in Bewegung setzen und zeigt uns die göttliche Gerechtigkeit. Steht in Verbindung zur Mars-Energie, steht in Verbindung zum Wasserelement und steht in Verbindung zum Skorpion, für die Skorpiongeborenen. In indischen Astrologie gibt es Mondhäuser und das wirkt auch, das ist wie ein Mondkalender, also wirkt auf unserem Alltag, was ich betonen möchte, die Merkur, Energie Merkur in Tierkreiszeichen Skorpion steht in einem Mondhaus und dieses Mondhaus heißt Anuradha und das bedeutet Spiritualität, Hellsichtigkeit und dieses Wissen und gerade in Verbindung zum dem karmischen Knoten, das kann auch von alten Karma, diese Erinnerung da sein, dass wir das entdecken, diese Begabung. Und was ich noch betonen möchte, Venus in Tierkreiszeichen Waage befindet sich in einem Mondhaus. Dieser Mondhaus heißt Swati und heißt übersetzt Sva selbst und Ati heißt Seele. Also gerade wenn es um die Liebe, Partnerschaft geht, auf uns selbst auch zum Achten und auf dem seelischen Kümmern. Und hier ist die Energie auch wieder karmischer Begegnungen, seelischer Verbindungen. Mond in Tierkreiszeichen Steinbock befindet sich in einem Mondhaus und dieser Mondhaus heißt Shravana und heißt Adler. Aber es ist die Adlerauge etwas. Wir brauchen gerade den Weitblick, etwas von oben betrachten, einen Adlerblick brauchen wir. Und dieser Mondhaus heißt übersetzt, also steht im Adler in Verbindung, aber übersetzt heißt es Ohr oder Zuhören und hier ist die innere Stimme gemeint. Also in die innere Stimme, auf diese Intuition vertrauen und wir brauchen trotzdem die Höhe, dieser Adlerblick. Erstens, dass wir zum Leichtigkeit kommen, zweitens, dass wir den Überblick nicht verlieren. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen bei diesem kurzen Infovideo. Ich habe eine Aufnahme gemacht über die wahren Geheimnisse, die Rauhnächte. Und es steht nicht in Büchern geschrieben, es handelt sich wirklich um Geheimnisse. Dieses Video werde ich nicht veröffentlichen, es ist nur für diejenigen zugänglich, die wahre Interesse haben, diese Geheimnisse zu erfahren. Und wenn das so ist, dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link zu diesem Video. Dieses Video ist kostenlos und fühlt euch bitte zum Nichts verpflichtet. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen in dem Sinne nichts zu tun. Diese geheimnisvolle Video ist gratis. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo, ein ganz tolles Angebot für Weihnachten. Weihnachten nähert sich und ich dachte, ihr sollt euch selbst auch mal beschenken. Und dazu ist dieses Weihnachtsangebot. Ich bitte euch, schreibt mir ein E-Mail, beschreibt euren Lebenssituation, auch was wollt ihr verändern. Verbessern, ob das beruflich ist oder finanziell oder betrifft das die Liebe, Partnerschaft, all das, was euch gerade beschäftigt, auch eure Wünsche und Sehnsüchte, aber auch euren Zweifel und Ängste.
dann schreibt bitte dazu euren Geburtsdatum mit Uhrzeit, wenn das möglich ist, weil das brauchen wir für die Ritual. Dann werde ich etwas zusammenstellen für euch persönlich. Und das ist maßgeschnitten, passt auf euren Persönlichkeit, passt auf euren Lebenssituation und hilft und unterstützt euch energetisch. Dieser Ritualset besteht aus einer Ritualkerze. Dann kommt dazu ein Ritualöl, wunderbarer Duft. Und noch die Düfte, die Räucherstäbe und einen passenden Halbedelstein. Die Besonderheit an diesem Angebot ist, dass ihr bekommt noch zwei Steine dazu, zwei Steine aus dem Meer, was ich selber sammle. Eine von diesen beiden Sternen soll euch innerlich stärken. Das ist ein Geschenk von mir aus Dankbarkeit. Und die zweite Stein wird mit Energie aufgeladen, die weiblichen Energie des Meeres. Und mein persönlichen Energie ist auch weiblich. Und dann kommt die Sonnenkraft dazu und die schamanischen Trommel. Das ist die männliche Energie und bildet sich eine Einheit. Und ich male noch dazu ein Runensymbol auf diesem Stein. Passend auf euren Situation, passend auf euren Persönlichkeit. Und diesem Runenstein dient als Amulett. Das schützt euch, hilft, dass alles in Bewegung kommt und bringt euch Glück. Diesem besonderen Runenstein als Amulett könnt ihr selbstverständlich auch separat bestellen. Der Preis beträgt 10 Euro. Wenn Interesse besteht, dieses Weihnachtsangebot zu nutzen, für euch persönlich oder wollt ihr jemand beschenken, dann schreibt mir bitte ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.